dran. Dann müssen wir los. Weißt du, wie viele Schrauben ich schon per Hand angedreht habe? Die Werkzeugmacher. Glaubst du, wir haben die Werkzeuge zusammengebaut mit den Brennerschlüssen? Macht doch sowieso keiner. So, das sieht schon so. Kannst du mir bitte anziehen? Gleichzeitig heute Abend noch mal, weil du kannst ihm immer eine noch nachziehen. Merkst du das? Eine kannst du immer noch nachziehen. So, jetzt machst du die dicke Schraube fest und fertig. Warte doch mal. Jetzt doch mal ab. So. Kannst du wieder fahren. Heute Abend gucken. Heute nächsten Stück. Gut fahren. Carsten, machen wir ein zufriedenes Gesicht. Mir fehlt jetzt der Ventilausdreher. Ist das scheiße, wenn ich jetzt geliebt. Kann ich schon mal wegwerfen. Ja. Wir haben die dafür fallen lassen. Nach rechts kippt der ja so weg. Die fällt fast kreisen. Wie will der hochfahren? Tja, schauen wir mal.
bin nur wenn du willst. Jetzt, wo der Baum ist, dann ist es doch gut. Besser? Nee, also das ist okay. Mach aus, ja. Was wollte der Klaus? Vorsicht, ich verstehe jedes Wort! 20 cm Absperrband. Der Klaus kann das nicht leiten. Ganz genau.
ist so eine Geschwindigkeit, die geht gar nicht. Das ist das Gleiche, als wenn du mit dem Motorrad hinter einem Auto herfährst auf Schotterpiste. Ja. Auf so einer Schotterpiste wie hier, wo die ein bisschen langsamer fahren. Da kannst du nicht fahren. Du musst anhalten. Was meinst du, wenn du den Liebling mitgehabt hättest? Unmöglich, wäre nicht gegangen. Hast du das vorher gewusst? Ich habe gesagt, ich nehme ihn mit, weil wir eh nicht viel fahren und relativ langsam unterwegs sind. Also Liebling hättest du von vornherein schon nehmen? Von vornherein gesagt, geht nicht. Ist unmöglich. Ist nicht zu schaffen in der Zeit mit diesem Ding. Wärst du langsam? Nein, das geht nicht. Kommst du nicht auf vor. Diesen, auf Ja, wenn der Ärmel drin hängt. Aha. So, gut, danke. Ja, besser. Ja, wunderbar. Was machst du, ha? Bergsteigen. Gibt es auch die Szene, wo der Felsen nachgibt? Es kommt später an anderer Stelle. Zum Schluss kommt dann die Szene, wo du mit diesem... Wie hieß das? Das Schwein. Genau. Das Schwein? Das Schwein durch die algerische Ölpipeline geschossen wird. Das ist doch das Schwein. Ich meine ja, das war die Folge mit dem Cello, wo wir dann auf dem Cello... Die Sanddünen sind dort. Auf dem Cello-Kasten. Dann ging das Berlin, glaube ich, ne? Ich weiß noch, dass es in Berlin dann war, da waren sie da am Krater. Nee, ich wollte es nur angucken. Du hast eins gemacht? Ne? Echt? Ich sehe es ja besser. Ne? Und sie ist auch erstaunt, wie gut man die Stimme noch versteht. Man muss auf die Entfernungen bei uns 20 Meter weg, bis höchstens gar nichts mehr hören hier.
ganz normal, den kannst du einmal frei verstehen. Ja, das ist enorm. Das ist der Hammer. Geplant, so zwischen Marrakesch und Marrakesch. Müssen wir mal sehen. Ich dachte ja, dass wir mehr Piste fahren können. Das ist die Kacke, dass alles gesperrt war. Oder? Da können wir mal schauen, vielleicht gibt es wirklich noch eine Piste. Und dann haben wir schon. Das riecht noch immer so geil. Ist das tatsächlich von da unten? Nicht wie gebrannte Mandeln. Hat, aber deswegen ist es eigentlich auch idiotisch, irgendwas zu machen, dass die Leute dritte Welt noch länger überleben. Das bringt eigentlich gar nicht. Der Menschheit an sich bringt es nichts. Ja, ich meine, weil es eben auch gewisse Gegenden gibt, da können so viele Menschen auch gar nicht leben. Was ist hier? Hier können keine Menschen leben in diesen Mengen. Deswegen bringt es aber nichts, wenn ich jetzt hier Lebensmittel herrschaffe. Nee, das heißt, dann leben hier ein paar Menschen mehr, aber wenn ich dann die Lebensmittel hier anstehe, dann sterben die wieder, ja, weil sie sich gar nicht versorgen können. Eben. Das muss ich von selber regulieren, soweit. Und heute Morgen, wie ich denn die Reifreparatur gefixt habe, da habe ich auch mal ein bisschen gegen die Sonne gefunden, habe ich in die Linse so Sonnenstrahler einfallen sehen. Also, da halte ich mir drauf, vielleicht wird das auch ganz gut. Vielleicht taucht sie ja was, die Aufnahme. Ja, das funktioniert. Da habe ich so von unten nach oben, da taucht es ein bisschen vor der Finde. Das Einzige, was ätzend aussieht, ist wirklich, wenn du Dreck auf der Linse hast. Ne? Also am besten immer gucken, gerade bei Gegenlicht, siehst du jedes Staubkorn. Am besten mal drüber wischen. Ansonsten, so Sonnenstrahlen selbst, die so, das sieht ganz gut aus. Ne? Wieder so ein Schwall, so ganz weit entfernte Straße. Wobei die ja auch da hinten rauslaufen müsste, die Straße. Ne? Dann hinter dem Bergrücken laufen. Genau, die müsste. Dürfte man hier angehen.
halte mit. Ah, ne, halte mit. Das Lied kommt von hier, das ist nicht schön. Tschüss, Sonne. Gewaltiges Flusstal hier. Wie früher mal kontinuierlich Wasser geflossen ist. Das ist gerade in zwei gebrochen. Wer wollte noch einen Tee? Klaus? Nee, danke. Ich war froh, dass ich letzte Nacht zum ersten Mal ohne aufzustehen durchschlafen konnte. Ich hatte auch schön verdunkelt alles. Ich bin also nicht durch Helligkeit geweckt worden. Nur durch Rhythmus, glaube ich. Meister, der Haufen ist weg. Aber der riecht möglicherweise auch. Ja. Komm mal jetzt ins Bett gehen. Ja. Gucken wir noch eine Stunde lang Sterne, noch schlafen. Zeremonielle Stuhlverbrennung machen, glaube ich. Das ist etwas einseitig. Könnten wir vom Horn stellen? Das ist vielleicht das Gleiche. Das ist ein sogenannter Hornstuhl. Was ist das? Der Stricktechnik. Verpackungs.
Vielleicht euch die Kamera doch in die Richtung drehen. Achtung!
gibt eine schöne Aufnahme, denke ich. Das kann man so richtig, hier so richtig gut machen. Ja, egal, wird ein bisschen flüchtig. Ich glaube, es ist noch. Na ja, gut, dann war es das, denke ich. Ja. Okay, Licht an! Licht an! Licht an! Uwe! Licht an! Licht an! Stell dich mal direkt hier hinter, die sollen ziemlich dicht dran vorbeifahren. Nach hier? Ja, ja, rechts und links gehen hier auch vorbei. Eins, ihr richtig hört, ist Bertel. Einer ist schon aus dem Bild rausgefahren. Tape aus dem Dings, ne? Was hast du im Flur raus vorne? Das Gewebetape? Was denn? Später. Unten alles dran. Meine Mama hat recht gehabt. Ihr seid doch bekloppt. Was fahrt ihr da hin? Da zieht ihr euch so komische Reifen aus dem Moped und dann fahrt ihr das Gelände. Das ist doch nicht normal. Das ist fast 15 Meter, 20 Meter hier rum. Ja, das ist gut. Das ist ein Sturz nach vorne. Im freien Fall. Runter, alles in Ordnung? Ist ja aufgeknallt. Alle Hebel noch dran. So, der Grip ein bisschen. Schlaube.
Oder ein Draht, ein Bindedraht. Hier drum machen die normalerweise in die Ritze, deswegen sind die Ritzen der Bindedraht hochgehen. Habe ich mir ja was sagen lassen, dass die dafür da sind, die Duden. Habe ich schon öfters gesehen. Das scheint aber alles dort zu sein. Ich setze dich mal auf den Stein besser, oder? Nee, ich setze mich hinlegen. Uiuiui, jetzt kommt der Stein dabei. Lass den Scheiß jetzt erstmal. Ich will dich ablenken. Darf ich jetzt einen Knallkasten holen oder hat einer einen in der Tasche? Können wir vielleicht auch mit dem Geld machen. Ja, vielleicht sollten wir mit der ganzen Geschichte darüber. Null Schraube, die Verbogen ist. Da ist denn nur eine Schraube drin. Ja. Der Bamse wird dem nach unten verschraubt. Ja, aber hier ist doch ein Gewinde noch da. Ja, du kannst es nach vorne oder nach hinten setzen. Ach so. Ist das eine normale, gängige Schraube oder? Nein, das ist so ein bisschen besonders. Jetzt ist 16 auf. Ich kann dir einen Grip geben hier von meiner Pedicke, das ist genau die gleiche. Ich kaufe. In der Zwischenzeit schon mal gucken, ob ich die Schraube finde. Ist die fest? Die Klopfer? Ja. Ich habe auch eine Schraube. Der muss so flach sein, der Kopf. Ne? Ja. Ich muss eine Schraube mehr. Ich muss jetzt alleine. Draußen muss ich eine Schraube. Da brauche ich nicht zu gucken, den Flachkopf habe ich nicht. Dann soll man die halt gerade kriegen. Ja. Ein bisschen gerade machen. Mutter, erstmal neu machen lassen. Da hatte ich auch total zerfetzt draußen von meinem Sturz in Frankreich. Da war die ganze rechte Seite. Das siehst du ja hier noch an dem Kunststoff.
Kamera war wieder dabei, ne? Nein, ich kann es mal analysieren. Ja, ich war bei mir damals auch. Ich war mal Krok, da war wieder da bei der die Schale ist nämlich auch krumm. Und die Schale andersrum machen wir jetzt. Die Schale ist auch. Ja, ja. Sie da, die haben sich verdreht. Drauf, oder? Ich habe schon Dinge gesehen, da hat sich das Zeug alles abgerissen. Es geht ganz schnell bei diesem Dreck hier. Wenn wir jetzt hier dran rumbiegen, könnte passieren, dass es auseinanderfliegt. Würde ich nicht so machen. Das Na! Die Auslegung, eine gute Predigt, viel wichtiger als das ganze Zermelik, ist über kurzer Erzähler und Weihnachtsschwenker. Ich war früher immer auch bei Einweihungen eingeladen von der Bank, wenn eine Bankfiliale oder eine Bank neu gebaut worden ist, dann kriegt ja ihre Weihe. Ja. Und dann kommt der Pfarrer auch, um, spritzt alle Leute voll mit. Den Weih, also da kannst du ja nicht weichern. Hinten alles hier eingeräumt schon? Ja. Fehlt noch Werkzeug? Alles drin? Alles drin. Okay.